Herzlich willkommen zu Hallo Niederösterreich, die Analyse. Es ist die erste Folge nach der Niederösterreich-Wahl, wo sich ja einiges verändert hat. Mit mir diskutieren, wie üblich, Herr Professor Hubert Wachter. Hallo. Ossi Hicker. Hallo Niederösterreich. Beide niederösterreichische Publizisten, die die Szene sehr genau kennen. Was ist da eigentlich am 29. Jänner passiert? Die ÖVP hat die absolute Mehrheit verloren, damit hat man gerechnet, aber sie hat es auch in der Landesregierung verloren. Sie ist knapp unter 40% geblieben. Die FPÖ hat zugelegt, stark, und die SPÖ hat auch verloren. Also jetzt im Rückblick, habt ihr mit diesem Ergebnis gerechnet, Herr Professor? Na ja, ich könnte mir es jetzt leicht machen und sagen, ja, ich habe damit gerechnet. Es gibt viele Faktoren, die mich damals schon, also im Herbst und im beginnenden Winter, zu der Überzeugung gebracht haben, dass das diesmal nicht ganz gut ausgehen wird für die ÖVP. Aber ich schlage vor, dass man die Vergangenheit, das einzige Datum, das mir wichtig erscheint, neben vielen anderen Faktoren, die zu dem Ergebnis geführt haben, ist der Umstand, dass also der Wähleraustausch, den wir in der Politik Österreichs, der Innenpolitik Österreichs gesehen haben in den letzten 40, 50 Jahren, der war ursprünglich ja von der SPÖ 1:1 zur FPÖ. Und das hat sich jetzt umgedreht. Jetzt ist der Wähleraustausch in Niederösterreich passiert. Und das ist besonders schmerzlich im Kernland der ÖVP. Von der ÖVP 1:1 zur FPÖ. Und das war der Grund, warum das Ergebnis so ist, wie es ist. Und man muss natürlich dazu sagen, dass die niederösterreichische ÖVP, die also 40 Jahre lang mit zwei Unterbrechungen die absolute Mehrheit immer gehabt hat, hat natürlich ein gerüttelt Maß gelitten unter der Bundespolitik, unter den Krisen und so weiter. Mehr will ich dazu nicht mehr sagen. Okay. Und die SPÖ? Ja, da haben wir gerechnet, dass die gewinnen wird, wenn man die ÖVP so viel verliert. Wenn man den unglaublich geschickten Schachzug im Wahlkampf macht, dass man sie als der rote Hanni bezeichnet als Spitzenkandidat. Also das heißt, einerseits versucht man ein Bild zu zeichnen einer ÖVP, die halt im Machtrausch sich befindet und Freunde verteilt. Und andererseits ist man dann genau so, also nicht besser. Da ist so viel Unglückliches in dem Wahlkampf passiert. Wir haben ja auch vorher Analysen gehabt, wo ich auch geglaubt habe, dass die SPÖ vor der FPÖ herauskommen wird. Aber da haben wir nicht gewusst, dass das in einen so abartig schlechten Wahlkampf münden wird. Also da darf man sich dann auch nicht wundern, wenn es weiter oben geht. Also meiner Meinung nach, ja, ein bisschen ein hausgemachtes Problem. Spannend wird es, wie es jetzt in Zukunft weitergeht, weil der neue SPÖ-Chef, sagen wir mal so, zumindest einen gewissen jugendlichen Elan versprüht, was beim Alten jetzt nicht mehr so auffällig war, sagen wir es einmal so. Was erwartest du vom neuen Chef, Sven Hergovich? Naja, das Paradox an dem Ganzen ist ja, dass der Sven Hergovich, also der neue SPÖ-Chef, und die SPÖ als solche mit ihren nunmehr nur mehr 12 Mandaten im Grunde genommen einen entscheidenden Hebel in der Hand hat, nämlich den Hebel sozusagen, ob Frau Mikl-Geithner Landeshauptfrau bleibt oder nicht. Wie sie jetzt ausschaut, sie wird es bleiben, natürlich. Es wird bis zum 23. März, wann die Konstituierung des Landtages sein wird, wird der Probelauf einer sogenannten großen Koalition oder besser gesagt einer schwarz-roten Koalition erfolgreich abgeschlossen werden. Der Probelauf nämlich für die Bundespolitik. Und das Kuriosum ist, dass Frau Mikl-Geithner, obwohl sie 10% verloren hat als ÖVP-Chefin, dass sie sogar zur Trendsetterin werden kann für die Bundespolitik, wenn sozusagen irgendwann einmal in allernächster Zeit, spätestens in anderthalb Jahren, wenn die Nationalwahlen sind, die schwarz-grüne Koalition von einer großen ÖVP-SPÖ oder SPÖ, eher ÖVP-SPÖ-Koalition, große Koalition abgelöst wird, eine sogenannte Reparaturregierung für die Republik Österreich, wo ja manches derzeit schief ist, unter Einbindung der Sozialpartner. Und dann muss man sagen, hat Hanni Mikl-Geithner trotz eines desaströsen Verlustes eigentlich die Vorreiterrolle gespielt für die Bundespolitik. Aber momentan, wenn man sich die Umfragen anschaut, geht es ja ÖVP, SPÖ oder SPÖ, ÖVP gar nicht aus. Das ist richtig. Im Bund. Ich weiß schon, er meint im Bund. Ja. Wenn also, das ist richtig derzeit, ja. Aber wenn einmal gestern die
Aschermittwochrede vom Herrn Kickl angehört habe, mit den Inhalten, die er gebracht hat, die jetzt bereits zu einem Riesenwirbel führen in der politischen Szene Österreichs, weil er den Bundespräsidenten massiv angegriffen hat, nämlich verbal massiv angegriffen hat, ne? Also senil und was weiß ich alles. Oder wenn er zum Beispiel sehr hart also die ÖVP kritisiert hat und so weiter. Ich bin mir nicht so sicher, ob dieser Stil, den der Herr Kickl derzeit an den Tag legt, und ich bin sehr überrascht darüber, weil eigentlich hat er im letzten halben Jahr hat er eher auf Staatsmann gemacht. Aber das, was sie gestern angespielt hat bei der Rede, das war weit, weit weg vom Staatsmann. Mhm. Und daher bin ich mir nicht so sicher, ob er sein Ziel, nämlich auf dem Weg zum Ballhausplatz zu sein, ob er denn tatsächlich gehen kann, wenn er sich weiter verbal so aufführt. Kommen wir zurück zum Land. Also es wird momentan verhandelt. Bist du ebenfalls so überzeugt, dass Schwarz-Rot rauskommen wird, dass also diese Achse praktisch die Landespolitik die kommenden 5 Jahre dominieren wird? Es bleibt ja nichts über. Na, Blau gibt es auch noch. Ja, aber das wurde ausgeschlossen von Blau. Also Blau hat ausgeschlossen, die unter Mikl Leitner eine Koalition oder eine Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP zu machen. Umgekehrt ist auch immer noch das nicht aufgehoben, das Dogma mit dem Landbauer nicht. Mit der SPÖ wird sie Blau jetzt auch nicht zusammenraffen, weil der Herr Hergovich von 2 Königsmachern zum Parteichef gemacht wurde. Das eine, das ist der Arbeiterkammerpräsident Wieser und das andere, das ist der St. Pöltener Bürgermeister Stadler. Und beide sind aus ihrer Genese heraus, und man kann ja gar nicht sagen Großkoalitionäre, weil die Zeit ist lang vorbei, weil das keine, nicht mehr die Großparteien sind, sondern das sind, nehmen wir es, Koalition der Mitte, ja, also Sozialpartner. Das heißt, der Arbeiterkammerpräsident ist aus seiner Genese heraus zwar ein Gewerkschafter, aber der ist gewohnt, dass er mit der Wirtschaftskammer verhandelt und so weiter. Der Bürgermeister Stadler hat nie ein Hehl draus gemacht, dass er Koalition der Mitte, Schwarz-Rot, immer lieber war als alles andere. Und darum glaube ich nicht, dass die 2 Königsmacher den Herrn Hergovich jetzt so weit von alleine lassen. Und ich glaube auch nicht, dass der Herr Hergovich parteiintern überleben würde, wenn er mit den Blauen zusammengeht. Also es bleibt eigentlich de facto, gibt es nur eine mögliche Koalitionsvariante, das ist Schwarz-Rot, mit der besseren Verhandlungsbasis, gebe ihm Professor Wachter recht, für die SPÖ. Weil wenn die Roten sagen, ja, wir müssen ja nicht um jeden Preis regieren, was ja jetzt auch Kummer ist, sondern wir wollen da schon gescheite Ressorts. Und wenn die dann sagen, theoretisch, na gut, wir sind halt nicht zusammengekommen, gibt es keine Alternative, und dann würde es Neuwahlen geben. Und das glaube ich nicht, dass passieren wird. Also darum glaube ich darauf, dass die 2 Mittenparteien, links und rechts, die Flügel quasi weglassen und kooperieren werden. Und die verfügen über eine solide Mehrheit, sowohl in der Landesregierung als auch im Landtag. Bin ich mir sehr sicher, dass das kommen wird oder eben Neuwahlen. Genau. Das glaube ich, wird aber keiner so weit eskalieren, weil ich glaube, es will ja keiner wollen, weil da gibt es ja finanzielle Belastungen für die Parteien auch. Also ich kann das nur unterstreichen, wie man hört aus den letzten Tagen. Ich habe mir das ein bisschen notiert, weil ich brauche schon ein bisschen Stütze. Ich vergesse nämlich manches schon. Aber wie man hört, ist Folgendes passiert. Ich fange einmal mit dem Herrn Landbauer an. Der Herr Landbauer hat vor einer Woche gesagt, in einem Abwehrinterview, ganz klar, bevor er die Gespräche mit Mikl Leitner begonnen hat oder die ÖVP die FPÖ eingeladen hat, also er besteht darauf, dass das Wahlergebnis politisch abgebildet werden muss. Und gestern ist er aus der Sitzung rausgekommen und hat gesagt, also es war ein sehr konstruktives und ein sehr angenehmes und ein sehr, ich weiß nicht, wie der Ausdruck war. Jedenfalls, er war sehr zufrieden. Ne? Ja. Was mich zur Überlegung gebracht hat, naja, wenn er sehr zufrieden war, hat er eigentlich dem Verhandlungsteam der ÖVP gesagt, was er mit seinen 3 Landesräten will. Welche Ressorts, welche Dossiers. Weil ich glaube nämlich, dass jetzt bis zum 23. März, wir werden erst in der letzten Woche vor der konstituierenden Sitzung, wird sie erst herauskristallisiert haben, wer welche Ressorts macht. Und das ist ja die entscheidende Frage. Die Gretchenfrage. Gretchenfrage. Und ich höre, dass die SPÖ, und da kann ich Ossi nur unterstreichen, eigentlich schon die Weichen Richtung Schwarz-Rot total gestellt hat, auch inhaltlich. Warum sage ich das?
Die Frau Mikl-Geithner als Landeshauptfrau hat unmittelbar nach der Wahl bereits für sich arrogiert das Wirtschaftsressort. Und es gibt bei der Koalitionsbildung, egal wo das ist, im Bund oder in den Ländern, gibt es immer Spiegelressorts. Und das Spiegelressort zum Wirtschaftsressort ist an sich die Arbeit, Arbeitsmarkt und so weiter. Das heißt, eigentlich haben wir schon vorweggenommen die sogenannte große Sozialpartnerschaft zwischen Wirtschaft und zwischen Arbeit. Arbeitsressort, Herkovic und so weiter. Die Frau Königshofer wird, Königsberger, Entschuldigung, wird natürlich als zweite Regierende der SPÖ ihre Gesundheitsagenten weiterführen und so weiter. So, jetzt kommen wir zur ÖVP. Die Überlegung dessen, was die ÖVP, wenn man die zwei Landesräte, die sie verloren hat, von der Zuständigkeit hernimmt, ist es schon spannend, wer zum Beispiel nach dem Landesrat, gibt es das auch? Echtinger. Oder? Echtinger, richtig, danke. Nach dem Landesrat Echtinger, wer zum Beispiel das Wohnbauressort übernimmt. Mhm. Ist das die ÖVP? Ist das die SPÖ? Glaube ich eher nicht. Ist das die FPÖ? Weiß ich nicht. Mhm. Oder das Gesundheitsressort hat aufgeteilt auf vier Landesräte. Ob das gehen wird in der jetzigen Konstellation, weiß ich nicht. Weil die ÖVP wird wahrscheinlich, die vier Landesräte, werden wahrscheinlich auch nur 24 Stunden am Tag arbeiten können und nicht 48 Stunden. Also was macht man mit dieser Vierteilung des Gesundheitsressorts? Was ist mit der Bildung? Die ist an sich beim Landeshauptmann oder bei der Landeshauptfrau angesiedelt. Jetzt will sie aber die Wirtschaft auch haben. Deschl Hofmeister hat einen Teil natürlich abgenommen, aber die große Kultur zum Beispiel hat die Frau Landeshauptfrau gehabt. Ne? Das heißt, es ist wirklich, wirklich spannend, wie also diese Ressorts aufgeteilt werden. Und das Dritte ist, aber das können wir nachher, weil sonst wäre jetzt lang, über die FPÖ reden, weil die kann man wahrscheinlich nicht mit irgendwelchen Orchideenthemen, etwa die niederösterreichischen Weltraumagenden oder den Friedhofsordnung in Niederösterreich abspeisen. Denen muss man, wenn sie drei Landesräte haben, schon was geben. Entschuldige, wenn ich da einhake. Das ist genau momentan die Gretchen und die Schlüsselfrage, die in der ÖVP auch diskutiert wird. Wie hältst du es mit der FPÖ? Also, es gibt da zwei Richtungen. Das eine ist, wir geben ja einen in Rotz. Ja, also das Downtree-Wesen, die Kanalagenden, die weiß ich nicht, Weltraum-Seilbahn-Angelegenheiten gibt es ja wirklich. Ja, also lauter solche Pimpel-Ressorts, um es ganz in Volksmund zu entsprechen zu sagen, und dass sie ja nichts zum Reden haben. Ja. Die anderen sagen, hoch zu, so viel Rotz gibt es gar nicht, dass drei Ressorts damit füllen kannst. Richtig. Und machen wir es doch anders. Gehen wir ja eine Chance zu arbeiten und eine Verantwortung, weil, schauen wir mal, weil das Arbeiten ist eh nicht anders. Sie reden gern, aber wenn es dann darum geht, abzuliefern, haben sie sich bis jetzt eigentlich immer in irgendeiner Art und Weise ja, nicht besonders durch hohe Leistungen hervorgetan. Und die zwei Flügel, ist nicht meine Meinung, sage ich, diese zwei Flügel gibt es. Und ich glaube eher, dass sie die durchsetzen werden, die sagen, geben wir ihnen gar nichts. Was natürlich eine fatale, wirklich eine fatale Angelegenheit ist, weil ich habe dann vier FPÖler, die mit Dienstwagen und Chauffeur ausgestattet, nämlich die drei Landesräte und einen Landtagspräsidenten, jeden Tag in einem Viertel sein können, dort sie auf die Volksfest in ihrem Metier begeben und an jedem erzählen, dass sie Opfer sind von der Arroganz der Macht der ÖVP, dass sie nämlich nichts gekriegt haben. Ja. Also das wird eine ganz eine schwierige Angelegenheit sein. Was gibt man denen? Und auch das, was der Professor Hubert Wachter sagt, wenn es denen gar nichts gibt, musst du die anderen Ressorts auf die fünf verbliebenen Koalitionsregierer dann verteilen. Und die haben dann natürlich ein Arbeitspensum, das nur viel höher ist. Also es wird sehr interessant, wie man damit umgeht. Ich würde eher in die Richtung vermuten, man gibt denen nichts, weil man ein bisschen auch die Angst hat, wenn man ihnen was gibt, kann man ja andere Spiele auch spielen. Man kann utopische Forderungen in sein Ressort stellen und nachher kann die Landesregierung das nicht beschließen, weil es Geld fehlt. Ja. Und dann sagt man, na, wir hätten es ja gemacht, aber die waren dagegen im Landtag mit der Mehrheit. Und auch Spielball, ganz kurz, wo es zum Beispiel darum geht, wo kommt es hin, ist jetzt zum Beispiel die ganze Kliniken-Holding, also die Landesgesundheitsagentur. Da werden ganz massive Einschnitte und Einsparungen in Zukunft nötig sein. Das geht sich jetzt schon
kaum mehr aus, budgetär und personell. Also gibt es ganz grobe Einschnitte und Strukturbereinigungen, die gemacht werden müssen. Mhm. Und das ist ein höchst unpopuläres Thema in der Bevölkerung. Und das kann man sich überlegen, wem geben wir es? Hängen wir es der Königsberger Ludwig um, die das jetzt nicht hat, weil jetzt ist das bei der ÖVP das Ressort, und sagen, du bist Gesundheitslandesrätin, nimmst die Kliniken gleich dazu. Muss man sich gefallen lassen auch als SPÖ? Oder sagen ja, die, das ist eine heiße Kartoffel, das ist zwar viel Einfluss, aber da gibt es nichts zu gewinnen, ich will es nicht. Oder hängt man es überhaupt der FPÖ um, weil man sagt, sollen sie die damit abärgern und unpopuläre Maßnahmen treffen? Also es wird noch ganz spannend werden. Also das zu unterstreichen, es ist mittlerweile, höre ich, ein Beschluss gefallen zwischen ÖVP und SPÖ. Nämlich, es geht wie immer ums Geld. Das Budget in Niederösterreich hat, glaube ich, jetzt 9 Milliarden, ungefähr 8 bis 9 Milliarden, glaube ich, ist der Rahmen. Und die Aufteilung dieses Budgets nach dem Wahlergebnis würde bedeuten, dass 73% dessen quasi in die Hoheitsgebiet der ÖVP fallen und 23% dessen in das Hoheitsgebiet der SPÖ. Das würde ja bedeuten, dass für die FPÖ überhaupt nichts überbleibt. Ne? Und jetzt sagt man aber, wie der Ossi das richtig dargestellt hat, naja, geben wir ihnen ein bisschen was, das heißt also 3-4% der Budgetmittel, die zur Verfügung stehen in Niederösterreich überhaupt. Ne? Also das würde bedeuten, die SPÖ geht zurück auf 25% und die ÖVP geht zurück auf 70% und dann haben wir nur 5% über, die können wir für die den FPÖ zugeordneten Ressorts geben. Ne? Also diese Entscheidung scheint schon gefallen zu sein, dass die Geldmittel quasi so verteilt werden, 73 oder 70 zu 25. Das wird sich die FPÖ nicht so gefallen lassen. Na, Moment, ich komme gleich dazu. Wie die Geldmittel verteilt werden dann für die Gemeinden, für den Wohnbau, für die allgemeine Förderung, Kulturförderung und so weiter und so fort. Ne? Und du sagst zu Recht, die FPÖ wird sich das nicht gefallen lassen. Mhm. Und es ist die Frage... Was wollen sie denn machen? Naja, es ist die Frage, wie reagiert der Landbauer auf sowas? Das werden wir wissen frühestens. Eine Woche vor der Konstituierung des Landtages. Ich höre, dass der Herr Landbauer sogar im Hintergrund regieführender Kickl sogar bereit wäre, unter Umständen einen auf Jörg Haider zu machen. Nämlich, nicht er selber geht in die Regierung rein, sondern er bleibt Klubobmann. Er schickt dafür die Susanne Rosenkranz, die Gattin des Präsidentschaftskandidaten aus Krems, des Walter Rosenkranz. Und die wird auch Landeshauptmannstellvertreter, sodass er der Peinlichkeit entgeht, dass der Landtag ihn gar nicht wählt. Weil die 14 Stimmen, die die FPÖ hat, sind zu wenig. Er braucht 29 Stimmen, um zum Stellvertreter von der Mikl-Gärtner gewählt zu werden. Das heißt also, wenn SPÖ und ÖVP sagen, den Landbauer wollen wir nicht, hat er überhaupt keine Chance. Wenn man aber die Susanne Rosenkranz zum Beispiel aus Krems in die Regierung schickt, und gleichzeitig sagt, das könnte die Landeshauptfrau Stellvertreterin sein, dann kann es sein, dass die ihre 29 Stimmen zusammenkriegt. Nämlich von der ÖVP, weil dann ist die Peinlichkeit, was der Ossi vorhin angeschnitten hat, dass es dann Neuwahlen gäbe, die werden damit vermieden. Ne? Und wie gesagt, in der FPÖ wird das quasi bereits diskutiert, ob der Landbauer doch so viel Kraft hat, nämlich persönliche Kraft, zu sagen, ich verzichte, so wie seinerzeit der Jörg Haider im 99 gehört, ich gehe nicht in die Regierung mit Schüssel rein, ich schicke die Rissbasser. Und er schickt sozusagen die Susanne Rosenkranz. Er selber bleibt dann Clubchef und führt seine Mannschaft, seine 14-köpfige Mannschaft im Landtag. Ne? Und wie gesagt, ob das so eintritt, kann ich jetzt nicht sagen. Nur, es hängt sehr damit zusammen, ob die FPÖ halbwegs befriedigt wird mit den Ressortaufteilungen. Weil wenn sie nur sozusagen Orchideenthemen bekommt, dann hat es österreichweit sofort das Märtyrer-Image wieder. Und das bringt ihnen mehr Stimmen, weil der Herr Kickl dann sagen kann, ja, wir wollten ja Verantwortung übernehmen. Sie in Niederösterreich, wir dürfen ja nicht einmal, obwohl uns die Leute gewählt haben. Das heißt, es ist also ein Ritt auf der Rasierklinge für die ÖVP, für die Johanna Mikl-Leitner. Und die Roten, also die SPÖ, der Herr Hergovitsch, kann sich bequem zurücklehnen. Er hat mittlerweile auch signalisiert, dass er das Finanzressort nicht haben will. Das bleibt beim Schlaritzko. Das heißt, die ÖVP wäre gut beraten, mit der FPÖ pfleglich umzugehen, wissend natürlich,
dass die drei Regierer der FPÖ in der Landesregierung natürlich das Arbeiten nicht unbedingt einfacher machen. Und wenn dann der Herr Landbauer noch dazu Klubobmann wird und nicht in die Regierung geht, weil dort sitzt nämlich die Frau Rosenkranz, dort sitzt nämlich der Herr Waldhäusl, der die Migration behalten wird. Wer war denn der dritte regierungsfähige FPÖler in Niederösterreich? Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Den Reinhard Teufel gibt es zum Beispiel. Zum Beispiel, richtig. Aber das werden wir alles erst wissen, genau. Ein, zwei Wochen vor der konstituierenden Sitzung. Okay. Man wird sehen, wie das wird. Zum Abschluss hätte er ganz ein anderes Thema. Das kann ich mal wegstecken. Ja, den Wahlkampf bestimmt hat auch gewiss die Debatte ums ORF-Landesstudio. Mhm. Sehr. Robert Ziegler hat in der Zwischenzeit als Landesdirektor zurückgelegt. Es wird wer neuer kommen. Gleichzeitig gibt es jetzt die Debatte, wie wird der ORF in Zukunft finanziert. Mhm. Wie seht ihr das? Naja, es gibt einen Namen, der bereits kursiert am Königlberg als neuer Landesdirektor von Niederösterreich. Das ist der Alexander Hofer. Mhm. Der hat bisher, glaube ich, Channel Manager für den zweiten Kanal gewesen ist. Wird kolportiert. Es wurde auch der Name Lisa Dotzauer genannt, die eine enge Vertraute von der Landeshauptfrau Michael Leitner ist. Und sie angeblich hat sie aber abgelehnt, das will sie nicht und so weiter und so fort. Ne? Naja, die Landesstudios, mein Gott, die sind jetzt im Fokus aufgrund der Haushaltsabgabe im Fokus jener, die sagen, die eigentlich braucht das Land, also die Republik braucht keine neuen Landesstudios. Mhm. Die sollen wir anschaffen, die sollen wir überhaupt, außerdem 110 Millionen kosten uns die sowieso pro Jahr, also sollen die eigentlich verschwinden. Ne? Ich glaube, dass das nicht möglich sein wird, weil die Landeshauptleute in Österreichs, auch die Roten, werden darauf bestehen, dass sie ihr Studio behalten, das ist gar keine Frage. Naja, im Wahlkampf haben Sie, glaube ich, nicht schwer sagen können, die Frau Mikl-Leitner, das ist Ihr Studio? Nein, natürlich nicht, aber Entschuldigung, die Realität ist ja so. Da brauchen wir nicht reden drüber. Der rote Landeshauptmann wird genauso oft vorkommen in den Landesnachrichten, die jeden Tag um 19.17 Minuten lang ausgestrahlt werden. Und dieses Korsett von nur 17 Minuten gibt ja nicht die Politik vor, sondern der Königlberg in Wien. Das heißt also mit anderen Worten, wenn man denen vorwirft, sie seien sozusagen von der Politik getrieben oder sie seien Günstlinge oder Büttel der jeweiligen Politik, das stimmt ja so nicht. Weil der Landeshauptmann, mein Gott, nein, das ist beim Kaiser genau dasselbe wie beim Toscuzil oder beim Ludwig in Wien, der kommt halt öfters vor, weil er halt Landeshauptmann ist. So ist es einfach. Aber ich denke mir halt, es wird über die Haushaltsabgabe und die Finanzierung des ORF wird noch genug gestritten werden. Ich sehe die Performance der Frau Bundesminister Raab, die Medienministerin, ist nicht sehr glücklich und nicht sehr professionell. Und ich glaube, sie wird mit ihrem Gesetzesvorschlag, den sie einbringen wird im Nationalrat, sie wird, glaube ich, bei der Begutachtung über die Massen Stellungnahmen bekommen, die das negativ beurteilen. Wie siehst du das? Also ich würde es für den schwersten Fehler halten, den der ORF jemals gemacht hat, wenn er bei den Landesstudios spart oder so wie überhaupt gefordert wird von manchen, der einspart, weil aus verschiedenen Gründen. Der Seher hat immer recht. Ja? Und die höchsten Einschaltziffern im ORF hat mit Abstand Bundesland heute. Richtig. Es ist über 1 Million Seher noch immer. Ja? Keine ZIP 1, keine ZIP 2 oder irgendeine andere Sendung hat, weiß ich nicht, wie es beim Villacher Fasching ist oder sonst irgendwas, aber hat regelmäßig ähnliche Einschaltquoten. Zweitens, es hat jetzt gerade eine Befragung gegeben, Vertrauen in die Nachrichtensendungen. Da führt Bundesland heute mit Abstand... Ich möchte nur eine Kurierumfrage. Eine Kurierumfrage, ja. Das führt mit Abstand vor nationalen Nachrichtensendungen. Ja. Also... Da muss ich dann schon sagen, wenn das so eine unglaubliche Freihandelwirtschaftspartie und was ist, wie da jetzt in den Raum gestellt wird, warum ist der Vertrauensindex in diese Bundessendungen viel geringer als die in die Landwirt? Da werden halt wirklich relevante Informationen für einen aus seinem näheren Umfeld präsentiert. Und ich glaube, das wird geschätzt. Also da jetzt zu sparen, das ist wirklich, da hockt man sich beide Beine ab und glaubt, man gewinnt dann trotzdem einen Marathon. Das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren. Und die ganze ORF-Ziegler-Affäre ist für mich, wenn man es wirklich auf den Kern abklopft, was überbleibt, hausinterne Intrige, wo es um einen Posten, einen begehrten Posten des Landesdirektors geht. Und mit ein bisschen Revanchefall,
weil man was nicht geworden ist, was man vielleicht werden hätte können. Und leider Gottes unangenehmerweise werden dann Mails an die Öffentlichkeit gespült und so weiter. Interne, die auch aus einem Redaktionsalltag wie am I beurteile jetzt nicht, was weiß ich, wie schlimm sind. Und da wird dann halt eine Riesengeschichte draus gemacht. Und ja, und das war auch, glaube ich, abgezielt darauf, ein gewisses Bild zu zeichnen, genau, in der Öffentlichkeit. Genau. Und ja, und man war naiv zu glauben, es gibt keine guten Drähte zwischen ORF-Landesstudios und der Politik, weil das ja, sagen wir so, in anderen Bundesländern nicht anders ist. Aber ich glaube trotzdem, dass da immer noch eine journalistische Herangehensweise an das Ganze gegeben hat. Und ich halte es auch echt für so belämmert, wirklich belämmert, Minuten zu zählen und zu sagen, weiß ich nicht, die Grünen haben 7% und darum müssen 7% der Sendezeit im ORF Niederösterreich kriegen. Das ist ja sowas von unjournalistisch. Da steckt ja ein derartiges Missverständnis, was Journalismus ist, dahinter. Weil eine Geschichte ist eine Geschichte und nicht, auch wenn der keine Geschichte zu bieten hat oder nichts tut oder nichts arbeitet, wer auch immer das ist, muss ich trotzdem über ihn berichten, nur weil es ihm gibt. Genau. Das ist ja, genau das wäre ja eine Parteipolitisierung. Ja? Genau. Und das sind keine Argumente für mich. Und klar ist eine Partei, die in Regierungsverantwortung ist, öfter proportional in die Medien als eine, die halt jetzt nichts zum Sagen oder zum Reden hat und vielleicht auch gar nicht mit was weiß ich, was für gute Ideen glänzt. Okay. Völlig journalistisch, absurd. Ja. Ich muss leider schauen, wir sind am Ende schon zum Ende gekommen, also mit sehr viel Emotion über den ORF. Man wird sehen, wie das neue Team das da machen wird. Meine Herren, danke für die Diskussion, danke für die Analyse und Ihnen danke fürs Zusehen.